Okay, dann können wir starten. Wir haben jetzt erstmalig bei der Subscribed auch ein Nachmittagsprogramm hier in dem großen Vortragssaal, weil wir einfach viel zu viele Einreichungen hatten für schöne Dinge, sodass wir das nicht wie klassischerweise alles in den Vormittag unterbekommen haben. Führt ein bisschen dazu, dass die Ränge jetzt nicht ganz so gefüllt sind, wie Sebastian es vermutlich verdient hätte, aber wir konkurrieren jetzt gerade halt mit 4 anderen Workshops plus noch der BR-Führung. Von daher ist also jeder Sitz hier quasi mal 5 zu rechnen. Ja, Sebastian Reimers muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel vorstellen, ist auch ein Subscribe-Urgestein in seinen Anfängen häufig mit dieser orangenfarbenen Studio-Link-Box in Verbindung gebracht und seit er aber angefangen hat, vor 1,5 Jahren das Ganze auch softwareseitig mal durchzuspielen, quer durch die Decke gestartet und von daher würde ich sagen, sind wir hochgradig gespannt, was du uns jetzt erzählst. Danke. Ja, gerne. Ich dachte so, nach dem Mittagessen fange ich mal mit was Leichtem an. Ich zeige euch einfach mal ein paar Urlaubsfotos von mir. ja, ich weiß nicht, wenn ihr in den Urlaub fahrt, ich nehme dann ein bisschen Technik mit. ja, und zwar, Ralf hat ja so schön heute gezeigt, wie einfach Streaming sein kann. Das setzt natürlich immer voraus, dass man Internet hat. Wenn man kein Internet hat, was natürlich in Deutschland noch so ein paar weiße Stellen auf der Landkarte durchaus vorkommen kann, muss man sehen, wie man improvisiert. Und das ist jetzt so eine LTE-WLAN-Routerbox autark mit Akkubetrieb 24/7 mit Lüftersteuerung und allem, was man sich so wünscht. Und zwar war ich auf Podstock dieses Jahr und da gab es halt den Bedarf halt auch zu streamen und es war auch eine ganz nette Gelegenheit, mal auch das Streaming auszuprobieren. Ja, das heißt, wir haben eine kleine WLAN-Richtfunkstrecke aufgebaut, ja, maximal 50 Mbit, man kann es sehr deutlich erkennen. die Straße wurde sogar gesperrt, ich behaupte immer ganz gerne extra für uns. Aber die Antenne wurde nachher noch ein bisschen weiter von der Straße entfernt aufgestellt, also keine Sorge, die haben wir da nicht so stehen lassen. Das war dann die Gegenstelle auf dem etwas höher gelegenen Berg, wo dann auch wirklich LTE-Empfang in guter Qualität angekommen ist. Und da war halt dann die Aufgabe, das wirklich nach unten zu streamen. Unten sieht man noch so ein bisschen die silberne Box. Das ist dann der LTE-WLAN-Router, wo alles verbaut ist. Ja, gegen Abend mussten dann die Ersatzakkus geladen werden. Ich habe mir sagen lassen, das hat auch irgendwas mit Streaming zu tun. Ich kenne dieses Meme eigentlich nur vom Hören und Sagen. ja, und dann noch mein persönliches Abschlussbild. Das ist eigentlich durch Zufall entstanden auf dem Rückweg. Das war dann der ich weiß nicht, wie schön normalerweise LTE-Türme sein, aber ich glaube, der gehört wirklich in die Top 10. ja, den hatten wir angepeilt und der hatte uns dann das Wochenende mit Internet versorgt. Ja, so ein kleiner Exkurs mal. Ja, aber wir wollen ja eigentlich über Studio Link reden. Wenn wir über Studio Link reden, gibt es lange Zeit oder gab es lange Zeit genau die Box im Vordergrund. Ralf hat es eben im Eingang erwähnt. Das ist auch aktuell nach wie vor ein Problem. Also auf der Webseite ist die Box immer noch im Vordergrund. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir mal professionelle Hilfe. Und ich habe den Sven Sidibi beauftragt, mal ein bisschen zu zaubern mit seinem digitalen Farbpinsel und ja auch bekannt als Graforama. Ja, und er hat ein wenig gezaubert. Das heißt, das wird jetzt so bald die neue Startseite, wo also auch die Box zwar noch immer in dem Konzept vorkommt, aber es ist auch natürlich wesentlich mehr dazugekommen, das heißt die Software-Variante. Und man kann auch so schon die Ansätze mit Streaming oder Android, iOS, also Smartphone-Clients ein bisschen erkennen. Also all das hat er geschafft, wirklich in einer sehr simplen Grafik umzusetzen. Auch das Logo wurde etwas überarbeitet, das heißt, das ist vielleicht nicht der finale Stand irgendwann, aber das ist, glaube ich, jetzt eine Version, mit der man auch schon mal ein bisschen professionelleren Touch hat, als das bisher der Fall war. Ganz leicht angedeutet oben auch ein Punkt, der immer wieder als Feedback aufgekommen ist.
Wir sind ja jetzt erstmalig mit dem Projekt sehr stark in Deutschland eigentlich vertreten, aber Mehrsprachigkeit, es wurden sogar schon tollerweise Videos erstellt in englischer Sprache aus der Community heraus. Da sage ich auch nochmal ganz herzlichen Dank. Das treibt natürlich sehr viel voran. Das Problem, was ich damit nur habe, ist das Studio-Link, dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen was, das dann ein bisschen mehr dran gehört, als nur jetzt Übersetzungen zu machen. Also Ralf hatte auch einen schönen Beitrag im Sendegeld für Ultraschall mal gemacht, dass an so einer Mehrsprachigkeit einfach mehr dranhängt da muss man gut für aufgestellt sein und das dauert dann halt immer ein bisschen, bis man da halt das Ganze gerade ziehen kann. Ja, jetzt nochmal für diejenigen, also es gibt ja immer diejenigen, die noch nie von dem Projekt gehört haben oder ist nur so im Hintergrund irgendwie vernommen haben, dass es das gibt. Was ist Studio Link eigentlich? Gestern hatten wir auf einer Folie, hatte Claudia noch AOIP zum Beispiel aufgelistet. Das musste ich auch noch mal kurz erklären. Das ist Audio over IP. Wir reden normalerweise von Voice over IP. Das ist aber auch schon der Abgrenzungspunkt von Studio Link. Das heißt, ich versuche wirklich das natürliche Signal zu nehmen, ohne es irgendwie zu komprimieren, ohne irgendwelche anderen Effekte drauf zu rechnen und es so, wie es ist, zu übertragen. Das ist für Musik wichtig, das ist aber auch für Sprache durchaus ein Qualitätskriterium, was es einfach wesentlich dynamischer macht. Ja, das heißt, wenn man merkt, dass der Gesprächspartner anfängt, einem ins Wort fallen zu wollen, indem er einatmet oder ähnliches, dann kriegt man das jetzt als Atmo wirklich mit, als untereinander, als wenn man wirklich zu viert in einem Raum sitzen würde. Und das ist der Unterschied quasi für mich, was Audio over IP versus Skype Voice over IP ausmacht. Das heißt also, wir haben hier eine Lösung, die es ermöglicht, Ferngespräche auch mit mehreren Teilnehmern als Soft- und Hardware-Lösung über das Internet zu führen. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Podcasterinnen? Relativ einfach, qualitativ hochwertige Ferngespräche zu führen, um das mal wirklich komprimiert zusammenzufassen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was bei Skype zum Beispiel auch nicht sehr trivial zu lösen ist oder teilweise gar nicht zu lösen ist, dass man pro Sprecher wirklich eine getrennte Audiospur hat. Jetzt kann man sagen, gut, vor ein paar Jahren war das vielleicht gar nicht so wichtig, weil hinterher, wenn wir das in die Konserve geben, dann ist das ein Mixdown, Stereo. Warum brauche ich denn getrennte Spuren? Warum das wichtig sein kann, das kommt ja später auch nochmal auf uns zu, gerade wenn wir im Thema Transkription reden, also was Auphonic jetzt gerade macht, da ist es extrem wichtig, glaube ich, und auch ein Schlüsselfeature, wenn man da getrennte Spuren hat, um einfach wirklich zu sagen, okay, diese Transkription pro Sprecher, die Zuordnung zu haben, das ist wirklich extrem nützlich. Und das kann man einfach weiterspinnen. Also zum Beispiel Auphonic macht ja auch solche Crossgate-Geschichten, dass man halt einfach, wenn jemand so ein bisschen störend rein geredet hat oder das Mikrofon irgendwelche Störungen eingefangen hat, dass das auch dann auch einfacher herauszurechnen ist im Endeffekt. Genau, zum Preismodell, das gilt nach wie vor, entscheide selbst. Aktuell sind wir noch in der Beta-Phase. Da kann ich gleich vorausschicken, dass ich dieses Jahr spätestens beenden möchte, also noch in diesem Jahr, und es dann eigentlich auf einem Preismodell entscheide selbst hinausläuft. Das heißt, startweise ab 1 Euro pro Jahr und genau, das ist eigentlich so das simple Modell dahinter. Es wird aber eine Umstellungsphase geben, wo immer 30 Tage Testzeitraum sind. Also jetzt alle, die irgendwie die Beta-Phase testen, die müssen sich keine Sorgen machen, dass es irgendwie ab morgen ihr Podcast nicht mehr funktioniert, weil ich jetzt plötzlich den Switch umgelegt habe auf Preis, sondern ihr habt 30 Tage Zeit dann zu entscheiden, ist das wirklich etwas, was ich nutzen möchte weiterhin oder muss ich mir doch was anderes aussuchen. Aber ich denke, vom Preislichen sollte das hoffentlich jeder sich irgendwie leisten können. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich möchte etwas der Community zurückgeben und insofern wäre es sehr schade, wenn jetzt irgendwelche Podcasts nicht zustande kommen, weil es am Geld, am Finanziellen scheitert. Ja, Infrastruktur aktuell. Ich hatte es eben schon gesagt, es hängt ein bisschen mehr dran. Aktuell sieht es nämlich so aus, dass in Deutschland ein Server oder zwei Server mittlerweile für die
Verfügbarkeit zuständig sind. Das Problem an dieser Stelle ist, dass zwar StudioLink versucht, Verbindungen relativ direkt miteinander aufzubauen. Das heißt also Peer-to-Peer. Das klappt nicht immer. Ihr kennt das, man ist hinter einem sehr restriktiven Router und dann funktioniert eine Audioverbindung nicht und da muss man irgendwie mit Hilfsmitteln arbeiten und da ist in der Regel ein Server ganz nützlich. Das Problem dabei ist allerdings, sobald jemand StudioLink in den USA nutzen möchte und auf diese Hilfsmaßnahme angewiesen ist und dieser Podcast ausschließlich Teilnehmer in den USA hat, dann ist die Qualität aktuell extrem grottig, weil es natürlich einmal über den Teich gehen muss. 300 Millisekunden sind das mindestens. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt also, das war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, Englischsprache ist zwar gut und schön, wenn ihr Gesprächspartner im Ausland habt, ist das kein Problem. Also wenn ihr von Deutschland in die USA, super, funktioniert. Aber sobald die Teilnehmer alle in einem Land außerhalb von Deutschland sind, dann funktioniert das ganze Konzept aktuell nicht. Deswegen war das auch so der Grund, warum ich mich da so ein bisschen vorgestreut habe, da jetzt zu früh loszulegen wollen, weil es hätte einfach nur negatives Feedback gebracht. Und die neue Infrastruktur wird dann bald so aussehen. Das heißt, wir haben eigentlich auf allen Kontinenten entsprechende Stationen. Gut, Afrika ist jetzt ein bisschen schlecht besiedelt, also da gibt es anscheinend nicht so viel. Vielleicht finde ich da auch nochmal einen Punkt, aber Mumbai ist jetzt, glaube ich, da auch relativ, muss man mal schauen. Also das wird sich mit der Zeit dann auch noch ergeben. Je nachdem, wo das genutzt wird, kann ich anhand der Statistiken das Ganze auch noch ein bisschen feiner ausrollen und das wird dann wahrscheinlich auch nötig sein. Aber für den Start ist das erstmal so ein valides Mittel, dass man sagen kann, okay, überall auf der Welt kann StudioLink auch in der gleichen Qualität genutzt werden wie hier in Deutschland oder Europa vielmehr. Also die Anbindungen in Europa, innerhalb Europa sind eigentlich schon relativ gut. Das ist also die paar 10 Millisekunden, die machen jetzt auch nicht unbedingt viel aus. Ja, kommen wir zu einem anderen Punkt, der auch immer wieder als Feedback aufgetaucht ist, die DAWs, also Digital Audio Workstations wie Reaper, wo zum Beispiel als Grundlage für Ultraschall dient. Adur und Reaper funktionieren gut. Also mein Ziel war es eigentlich mal irgendwie auf jeder gängigen DAW mal das Plugin, also es geht ums Plugin, also wir haben ein Software-Plugin, das in eine DAW als Effekt geladen werden kann und darüber kann halt StudioLink, wird die Verbindung aufgebaut. Und das kann man in seine DAW relativ einfach einladen als Effekt. Das heißt, man muss nicht, wie Ralf es heute schon erklärt hat, nicht irgendwie über System-Audio-Devices gehen oder virtuelle Audio-Devices, sondern das bleibt alles innerhalb der einen Software. Ja, Adur und Reaper funktionieren gut. Alle anderen DAWs bin ich eigentlich immer auf mittelschwere Probleme gestoßen. Ich nehme jetzt ein Beispiel mal raus, das ist Hindenburg. Da hat sich irgendwann herausgestellt, dass zum einen hatten die ein 32-Bit-Problem, das ist jetzt sehr technisch, aber das wäre lösbar gewesen, aber die können keine Live-Effekte von Effects. Das heißt also, man kann nicht während einer Gesprächsaufnahme einen Effekt laufen lassen, das funktioniert bei denen nicht. Das heißt, StudioLink ist in dem Fall einfach nicht nutzbar. Es gab dann so ein paar Ansätze und Gespräche, dass die irgendwas in der Richtung machen möchten, aber es ist nichts Konstruktives dabei rausgekommen und ich denke auch, dass zumindest, so wie es jetzt darstellt, auch nicht wirklich viel passieren wird. Also der Weg ist leider etwas versperrt. Bei anderen DAWs sieht es auch ähnlich schlecht aus. Häufiger Knackpunkt ist das Routing. Hatte mit DAWs also nicht so viel zu tun und irgendwie haben wir gleich von Anfang an die beiden DAWs irgendwie rausgegriffen oder habe ich mir rausgegriffen, die da keine Probleme mit haben und das Muster gültig gelöst haben. Aber andere DAWs haben damit definitiv ein Problem. Das heißt also, dieses flexible Routing einzustellen, das funktioniert auch meistens nicht. Mein Fazit, Ultraschall verwenden. Das ist, ich denke, gerade jetzt auch mit dem Streaming-Button und wie viel Arbeit das Team da investiert, ist es einfach die valideste Lösung. Ich kann nachvollziehen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, ich möchte meinen Schnitt aber vielleicht doch in meiner bisherigen DAW machen.
kann man ja. Also man kann auch Ultraschall, das wird jetzt Ralf vielleicht nicht ganz so gern hören, aber auch nur für das Aufnehmen verwenden und dann vielleicht für den Schnitt machen. Also vielleicht ist das ja auch so ein, um sich, sag ich mal, langsam an Ultraschall heranzutasten, ein Punkt, den man machen möchte. Und das wäre auch meine präferierte Methode. Also probiert es einfach aus und setzt das ein. Für Linux ist das natürlich aktuell noch keine Alternative. Da ist aber Adur relativ gut aufgestellt und das funktioniert. Johannes hat da auch schon irgendwie mehrere Mehrspurkonferenzen mitgemacht. Also das ist vielleicht nicht ganz so intuitiv, wie es dann in Ultraschall gelöst ist, aber es funktioniert. Ja, kommen wir mal zur Roadmap. Ich habe jetzt nur die größeren Punkte aufgeschrieben, das heißt die kleineren Punkte, die wir bisher so hatten, die noch anliegen, die habe ich da jetzt nicht aufgefasst, aber da sind noch viele Kleinigkeiten an Tickets, die ich dann noch abarbeiten muss. Aber nehmen wir mal so die großen Sachen, also On-Air-Streaming, wir haben es heute gesehen. Da fehlt noch ein bisschen was an Code, und aber das sollte sich jetzt innerhalb weniger Wochen materialisieren, sodass das Ganze dann auch nutzbar ist. Native Desktop-Apps, genau, da hatte ich auf der letzten Subscribe schon mal ein bisschen was zugesagt. Das heißt, also es gibt zwar schon die Standalone-Version, die läuft aber in einem Browserfenster, zwar nur die Bedienung, das heißt, das eigentliche Audio, also der kritische Teil läuft wirklich in einer nativen Umgebung schon, aber für das ganze Handling ist es vielleicht doch ein bisschen sauberer, das in eine native Desktop-App zu gießen, und das Projekt haben wir dann Sputnik genannt. Das wird auch, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch kommen wird, aber ich bin da ganz guter Zuversicht, dass wir das relativ zeitnah noch umsetzen können. Auch ein Punkt, wo vielleicht sogar, sage ich mal, das Ganze beschleunigt werden könnte durch ein Kundenprojekt, aber das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, das sind Smartphone-Apps, aber ansonsten stehen die sowieso schon auf der Roadmap, es würde einfach nur die Sache noch mal ein bisschen beschleunigen. Das heißt, ihr könnt dann einfach Gesprächspartner wirklich über ihre Smartphones mit ins Gespräch holen, so wie ihr das von Skype auch schon kennt. Dann gibt es natürlich noch die Box, die wartet immer noch auf finale Freigabe von mir. Das ist auch ein Punkt, der wird kommen. Mein persönliches Ziel ist auch dieses Jahr. 2017 sind ja andere Projekte auch schon wieder am Start, also insofern muss man ja dann auch das mal abschließen. Und die Beta-Phase soll auch dieses Jahr noch enden. Ich habe es am Anfang gesagt, dann stelle ich die das ganze Finanzierungsmodell um oder setze das um, und dann wäre ich aber eigentlich auch schon durch. Fragen? Ich hätte mal eine Frage, weil das nämlich gerade im Internet schon nachgefragt wurde. Okay. Was machst du eigentlich beruflich? Also mit dem Hintergrund, wenn du halt so eine Serverfarm weltweit irgendwie dann betreibst, so wer und wie, mit welchen Zeitressourcen passiert das dann quasi, in welcher Verbindlichkeit und Verlässlichkeit? Ja, also ich bin selbstständiger Systemadministrator. Ich mache das auch nicht alleine. Wir sind ein kleines Team. Ich mache das mit meinem Bruder zusammen. Wir ergänzen uns da immer ganz gut. Und ja, das ist meine Haupteinnahmequelle. Und Studio Link ist eigentlich dazugekommen für mich als weiteres Standbein in der Zukunft, um vielleicht mal nicht so abhängig zu sein von bestimmten Kundenwünschen, die jetzt vielleicht, ihr kennt das normale Businessleben halt. Okay, Fragen aus dem Plenum. Bei dem Studio Link Subscription oder Plan, dann ist da sozusagen auch dieses Livestreaming dann dabei, oder ist es alles ein Plan? Das ist ein Plan, wird das sein. Ich möchte das eigentlich ungern nochmal aufdröseln. Es kann sein, dass, ich will nicht jetzt ausschließen für die Ewigkeit, dass wir sagen, okay, bestimmte Sachen sind so ressourcenintensiv, dass man vielleicht da nochmal sagen muss, okay, da muss man eine Schippe mehr drauflegen, wenn man jetzt, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und wirklich irgendwie 10.000 Hörer hat, die plötzlich über den Stream da sind, da muss man ja auch immer zusehen, ob das sich dann querfinanziert, ob das dann jeder Podcaster dann auch mittragen will. Ich denke, da ist es auch fairer, wenn man dann natürlich diese größeren auch entsprechend zur Kasse dann
bittet. Das war auch eine Frage, die ich Sebastian gestern gestellt habe. Was ist, wenn jetzt einfach mal so testhalber Tim halt mal so eine Freakshow über das Streaming laufen lassen würde? Tim, wie viele Leute hast du da live ungefähr derzeit? Genau, das war so die Zahl, die ich auch so im Kopf hatte. Das so 500. Ist eine realistische. Das ist die Antwort war 400 bis 500. Genau. Und das ist aktuell wäre das überhaupt kein Problem. Das ist jetzt aktuell mit einer Gigabit-Anbindung, aber es kann skalieren bis unendlich, was das Internet hergibt. Eine kurze Verständnisfrage, der Sputnik, wird der kostenfrei sein oder wird der auch Geld kosten? Nein, das ist dann alles in einem Modell dann drin. Ich weiß gerade nicht, vielleicht habe ich es überhört, hast du es gesagt, also Streaming basiert auf welchen Protokollen dann beim Start? Also ist das nur das normale MP3-Streaming, ist das schon auch mit HLS? Das ist, du meinst jetzt, ich kann noch mal gerade die ganze Kette sagen. Also im Hintergrund läuft ein ganz normaler Voice-over-IP-Dienst. Das heißt, das läuft auch über Opus zum Server hin. Also von der DAW zum Server ist es Opus. Und dann ist es, dann ist es erstmal ein normaler ISCAS-MP3-Streaming, wobei HLS schon auf der Roadmap steht und kommen wird, ja. Kam und sind diese URLs, die da generiert werden, diese Streaming-URLs, sind die vorhersagbar? Also sind die sozusagen fix? Das heißt, der Podcaster, der den Stream aktiviert, der wird auch zeitgleich über den Browser eingeloggt. Das passiert so schnell, dass man das gar nicht gesehen hat in dem Moment. Und dann wird man auch administrative Funktionen an der Streaming-Seite live vornehmen können, wie zum Beispiel den Namen ändern noch oder halt Statistikfunktionen, die jetzt nicht für die Öffentlichkeit oder irgendwelche Metadaten zu ändern, das wird dann da möglich sein. Und gibt es für den Streaming-Dienst auch eine API, über die man so Dinge erfragen kann, wie läuft gerade nicht, sonstige Informationen? Ja, also es gibt ja zum Beispiel jetzt eine Xenem-App, der Stefan Trautner auch bekannt unter Funkenstrahlen gemacht hat. Und mit dem stehe ich schon im Kontakt, sobald ich da was Fertiges habe, ihm zu übergeben, dass er zum Beispiel auch eine iOS-App bauen kann, die dann ähnlich wie die Xenem-App funktioniert. Und genau dafür sind APIs dann ganz relevant. Wenn ich recht verstanden habe, hast du da jetzt bis zu 8 Beteiligte an einem Gespräch. Wie hast du das Problem mit der Synchronisation gelöst? Die haben ja unter Umständen ganz unterschiedliche Anbindungsgeschwindigkeiten. Das Ganze wird, die Synchronisation ist, die Anbindungsgeschwindigkeiten sind gar nicht so sehr das Problem, es ist eher das generelle Problem, dass mehrere Audio-Interfaces einfach auseinanderlaufen vom Audio-Stream. Das heißt also, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie mehrere Audio-Interfaces zusammenzuschalten, der wird das relativ schnell mitbekommen. Bei Sprache ist es relativ einfach, die Synchronisation zu machen, sobald nämlich, es gibt immer dann in der Voice-over-IP-Geschichte immer diese Talk-Sprints, also einer spricht und der andere redet gerade nicht. Das heißt, das ist ein guter Zeitpunkt, zum Beispiel einfach im Audiomaterial eine kleine Synchronisierung zu laufen zu lassen. Das heißt, entweder Audiomaterial dazuzugeben oder wieder wegzunehmen. Das kann man machen, das wird zum Beispiel unternommen. Und ansonsten ist es relativ einfach, da das Ganze aufeinander abgestimmt ist. Ja, das heißt, also so viel Synchronisation muss ich dann gar nicht machen, weil es aus einem Guss kommt, weil ich jetzt nicht mit verschiedenen Softwarekomponenten eigentlich hantieren muss. Während ich laufe, eine Frage, die mir in der Pause gestellt worden ist, nämlich, du hast es, glaube ich, so schon quasi beantwortet gerade, aber nochmal auf den Punkt gebracht, wird es so eine Streaming-Statistik geben, dass man sehen kann, wie viele Leute gerade und im Zeitverlauf der Sendung irgendwie online waren? Genau, das wird es geben. Ja, ich habe noch zwei Fragen. Ist es irgendwie wann geplant, jetzt in einer längeren Roadmap mal Video noch dazu zu nehmen, dass man sich auch sieht, wenn man sozusagen in dieser schönen Studio-Link, weil wir haben jetzt so ein schönes Audio, uns fehlt jetzt aber das Video. Wenn ich Skype nehme, habe ich Video.
Und Das Problem ist jetzt, klar, jetzt kann man sagen, ja, dann nimm doch Skype für Video, aber das Schöne ist ja, ich will ja, wenn Studio Link jetzt mein Video macht, dann kann Studio Link sagen, okay, deine Verbindung ist gerade schlecht, mach mal das Video doof, weil das will ich ja gar nicht so gut haben. Und die zweite Frage ist, wird es irgendwann in der Übersicht mal geben, okay, der ist jetzt online, dass man seine Kontakte irgendwie schöner verwalten kann als im Moment? Weil im Moment habe ich da irgendwie noch nichts gesehen, wie ich muss immer die Adresse irgendwo raussuchen. Ja, wird es beides geben. Also Video ist ein gutes Thema, habe ich jetzt auf der Folie vergessen gehabt. Das wird auch kommen, da muss ich noch mal ein bisschen forschen, auch welcher aktuelle Videocodec da in Frage kommt. Da gibt es einige, die auch schon da sind. Das heißt, ich muss vieles nur noch anknipsen und durchtesten. Es fehlt halt dann noch ein bisschen, dass man das auswählen kann. Also im Prinzip ist es relativ schnell machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas komplett neu entwickelt werden müsste für. Also Studio Link, ich glaube, ich habe es jetzt in diesem Vortrag nicht bisher erwähnt, basiert komplett auf SIP. Das heißt, man kann auch normale Telefone dazu nehmen und gerade im SIP-Umfeld gibt es auch schon Videotelefonie. Also das ist eigentlich alles auf Standard basierend und entsprechend einfach lässt sich das dann auch umsetzen, ja. Und Kontakte, ja, wird es auch wieder geben. Das heißt, dass man Kontakte verwalten kann. Und auch wenn die Beta-Phase vorbei ist, dann wird es auch, der Wunsch kommt auch sehr häufig, Wunschnamen geben. Das heißt, also man kann sich dann seinem Client auch die Wunschadresse des Podcasts oder Ähnliches zuweisen lassen. Das mit dem Video fände ich auch schon eine interessante Perspektive. Ich würde nur immer als wohlwollender Mitproduktmanager auch immer darauf raten, immer erstmal eine Sache perfekt fertig machen und dann zieht man wieder die nächste Großbaustelle auf. Ne? Also von daher, ja. Ich hätte noch eine Frage zu der Streaming-Geschichte. Was ist so die Größe an Hörern, wo du gerne vorher benachrichtigt werden würdest, wenn man streamen möchte? Weil wenn wir irgendwie bei der Medien-Coup streamen, dann sind wir dann doch ein bisschen größer als Tim unterwegs teilweise und nicht, dass dann halt irgendwie die Server dann wegschmelzen. Welche Richtung redest du? Also die letzten waren so bei 700, 800. Ja. Es wird aber auch immer mehr. Also ist immer schwer vorherzusagen. Alles unter 1000 ist erstmal weniger problematisch. Darüber wäre es ganz gut, wenn man mal kurz redet, ja. Okay. Also ein guter Hinweis, wer da größerer Produzent ist und weiß, er hat da höhere Streaming-Hörer, dann mal kurz mir Bescheid sagen, dass ich nochmal an dem Tag auch, dann würde ich mir auch den Zeitraum irgendwie blocken, dass ich mit drüber schaue, ob wirklich alles reibungslos läuft. Wie sieht's mit der Fehlerkontrolle aus? Also zum Beispiel, wenn einer der Clients seine Internetverbindung verliert? Streamt weiter. Also wir hatten schon den Fall, dass ein DSL irgendwie der DSL-Router ein Update gemacht hat und der Provider die Verbindung gekappt hat. Das läuft weiter. Da gibt's einen automatischen Reconnect dann? Der Stream läuft einfach, der lässt sich nicht irritieren, der läuft einfach weiter. Auch des einzelnen Clients? Der fliegt aus dem Gespräch und findet wieder hinein automatisch? Also wenn er jetzt bewusst auflegt, dann nicht. Oder wenn irgendwie die Clients meinen, sie wären nicht miteinander verbunden. Aber wenn es jetzt nur darum geht, dass der Audio-Stream, der ist nämlich getrennt von dieser Signalisierung, der läuft einfach konstant durch. Kompliment. Okay, letzte Frage. Achso, okay. Ihr habt das in Tateinheit quasi. Hätte ich die doch sofort kommen lassen. Gut. Okay, dann würde ich sagen, nochmal einen tosenden Applaus. Das ist wirklich diese Zukunft, von der immer alle reden.